Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen der brutalsten Filme der 90er mitgebracht, einen der kontroversesten Filme, die je gedreht wurden. Zumindest ist das, womit dieser Film beworben wird. Und der Film trägt den Titel Ebola-Syndrom, beziehungsweise Yibo-Lai-Beng-Duk. Oder so, ich weiß es nicht. Also gedreht wurde der Film jedenfalls in Hongkong im Jahr 1996 und der Regisseur war Hermann Yao. Ja, Hermann, ein typischer Vorname in Hongkong. Ich habe gehört, jeder dritte Mann heißt da Hermann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Pseudonym oder was auch immer. Auf jeden Fall, dieser Film erscheint übernächsten Freitag, also am 19.05.2023. Wird der in vier verschiedenen Mediabook-Versionen von der Busch Media Group im Vertrieb der Alive AG auf den Markt gebracht. Und wie wir schon sehen, der Film hat das Prüfsiegel von der Juristenkommission der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, keine schwere Jugendgefährdung. Das heißt, also, ich weiß jetzt gar nicht, was das heißt. Aber ich denke, wenn ihr den haben wollt, ich würde ihn im Fachhandel bestellen. Ich denke, dass man den eher nicht in der Auslage des Supermarkts oder Elektrofachgeschäftes liegen sehen wird. Wobei, ja, die Auslagen werden ja sowieso immer kleiner. So, das hier wäre jetzt das Covermotiv A. Das gefällt mir persönlich am besten, wobei ich muss sagen, die sind alle recht schön. Ja, zum Vergleich haben wir hier einmal Cover B. Das ist wunderbar gezeichnet, hinten auch mit der Zungenszene. Ja, ich rede, als wenn ich den Film kennen würde, aber wie gesagt, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Dann haben wir hier noch Cover C. Das habe ich bewusst nicht gewählt, weil, ja, ihr seht es schon. Naja, gut, es sind halt Brüste und sowas drauf zu sehen. Und sowas mag YouTube ja überhaupt gar nicht. Dann haben wir noch Cover D. Auch sehr schön mit den Farben hier, aber ich weiß nicht, dieses Cover schreit mich förmlich an. Ja, aber trotzdem habe ich mich hier für Cover A entschieden. Das ist auf 1000 Stück limitiert und nummeriert, wie wir hinten auf der Rückseite auch sehen können hier. Und ich weiß nicht, was das gerade hier ist, aber meine Kamera spielt verrückt. Auf jeden Fall schwenkt das immer wieder in so einen Sepia-Ton rein und ich hoffe, dass sich das in Grenzen hält oder dass ich das irgendwie ausgebügelt kriege oder idealerweise, dass das nur auf meinem Vorschaubildschirm so ist und nicht auf dem fertigen Film. Ansonsten bitte ich darum, das zu entschuldigen, falls sich hier die ganze Zeit so ein Sepia-Film drüber legt. Das ist also nicht bewusst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Lassen wir es einfach mal so. Wer jetzt kein Mediabook haben möchte, der braucht einfach nur bis zum 2.6.2023 zu warten, weil also 2 Wochen später, da kommt der Film nämlich auch in einer Keepcase-Version von der Busch Media Group im Vertrieb der Alive AG auf den Markt. Also, ja, ihr könnt den Film hier im Mediabook ins Regal stellen oder wenn ihr das nicht haben wollt, dann holt euch die Keepcase-Version. Der hat übrigens das gleiche Covermotiv wie hier, Cover A. So. Jetzt habe ich genug rumgequatscht, jetzt wird es Zeit, dass wir das Mediabook mal auspacken. Oh, so, und ab jetzt ist zu spät, ja. Wenn ich jetzt einmal den Schnitt gemacht habe, dann, wenn es jetzt in den Sepia-Bereich rein flattert die ganze Zeit, kann man leider nichts mehr machen, weil ihr wisst ja, wenn ich einmal angefangen habe auszupacken, dann kann alles passieren und es bleibt, wie es ist. So, was mir leider schon aufgefallen ist, und zwar schon durch die Folie durch, wir haben hier, wenn wir hier so ein bisschen fühlen, das dürfte ein Klebepopel sein. Ja, ich befürchte, dass das ein Klebepopel ist, der sich dann hier auf der Front befindet, was ich extrem schlecht finde, um nicht zu sagen, was mich jetzt schon massiv stört. So, ja, und genauso verhält es sich auch. Also, andere Publisher kleben ja hinten so ein Vorlageblatt drauf, wo dann hier die Produktspezifikationen und sowas zu sehen sind und halt Bilder und sowas und haben dann ein Mediabook ohne solche Aufdrucke. Hier haben wir zum Beispiel oben ein paar Szenen aus dem Film, dann hier eine kurze Inhaltsangabe, ein paar Pressetexte, weitere Bilder aus dem Film, hier die Credits, dann hier unten das Bonusmaterial aufgeführt, hier die Limitierungsnummer und ja, vorne haben wir leider dieses Vorlageblatt, das an zwei Stellen verklebt ist. Einmal hier unten, ja, ich
versuch's mal ganz vorsichtig irgendwie abzumachen. Aber ich befürchte, weil das auch so dieses, hat's geklappt, hat's, ja, halbwegs hat's geklappt. So, dann gucken wir, ob wir das, jetzt klebt's wieder! Also, Leute von der Busch Media Group, ja, macht das nicht. Klebt keine Vorlageblätter auf die Mediabooks. Schon gar nicht, wenn das hier so eine lackierte Oberfläche hat, weil das schlägt ganz oft Blasen rein und das ärgert die Sammler. Ja, so, hier sind die Klebepopel. Die rolle ich jetzt mal hier ab und dann sind sie weg. Jetzt haben wir auch wieder schönes weißes Bild, schönes sauberes Bild. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch so, dass das so bleibt. So, und die Klebepopel verschwinden jetzt. So, dann haben wir hier das Frontcover. Der Klebepopel hat hier oben und hier unten, hier ist so ein bisschen, hier sind noch ein paar Rückstände. Das mit dem Licht ist aber wirklich blöd, ne, dass das immer so umschwenkt. So, da ist es wieder. Ja, tut mir leid, es nervt mich genauso wie euch, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber ich denke, das kann man jetzt halt nicht ändern, was immer es auch ist. So, wir haben halt vorne dieses Artwork drauf, da haben wir den Titel stehen, Ebola-Syndrom, hier nochmal auf, wie nennt man es, Hongkonesisch? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. So, dann haben wir hier dieses Artwork, das scheint, ich weiß nicht, ist das gezeichnet, ist das fotografiert, eine schöne Fotokollage, auf jeden Fall, mir haben die Farben hier sehr gut gefallen, deswegen habe ich mich für dieses Motiv entschieden. Auf dem Spine haben wir ebenfalls den Filmtitel draufstehen, Ebola Syndrome, dann hier unten nochmal, ja, in den Schriftzeichen, hier unten das Logo von der Busch Media Group und oben nochmal, wie immer bei der Busch Media Group, ein Ausschnitt des Frontcovers und schon wieder die Farbe. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal von innen an. Vorne haben wir die DVD drin liegen, denn ja, es ist natürlich ein Kombipaket aus DVD und Blu-ray. Das mit dem Licht, das stört mich wirklich. Ja? Das, ob das die Beleuchtung ist, dass die Kamera da nicht ist, nämlich eine neue Kamera, dass das damit nicht zurechtkommt, ich weiß es nicht. Naja, hat vielleicht auch was, wenn das so einen Sepia-Ton hat. Ja? So, dann haben wir also einmal vorne die DVD drin liegen. Für alle Leute, die kein Blu-ray-Equipment zu Hause haben, aber trotzdem ein Mediabook ins Regal stellen wollen, gibt es übrigens wahnsinnig viele noch. Es gibt viele, viele DVD-Sammler noch. Deswegen beschwert euch nicht immer drüber, dass hier noch eine DVD drin ist. Die wollen auch Mediabooks haben. So, und abgesehen davon, dass es noch sehr viele DVD-Sammler gibt, ja, für alle, die jetzt sagen, hier, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, das macht das nur unnötig teuer. Ich sag mal, ja, hier, der DVD-Rolling, der kostet vielleicht 50 Cent. Also, so viel billiger wäre das Mediabook nicht, wenn keine DVD drin liegen würde. Das nur mal so nebenbei. Also, das ist kein Kostenfaktor, der hier groß berücksichtigt werden müsste. Wohl aber ein Faktor, der die Kundschaft erhöht. Ja, also die Menge der potenziellen Kunden. So, und die Blu-ray, die kriege ich schon kaum raus. So, da haben wir sie. Jawohl, die schaut genauso aus wie die DVD. Der einzige Unterschied ist, dass hier halt Blu-ray draufsteht. Hier unten, da. So, dann haben wir noch einen farbigen Innendruck, wobei farbig vielleicht etwas hochgegriffen ist, ist halt rot-weiß. Ja, das geht ineinander über, aber es ist halt doch, es sieht aus, als wenn es zwei einzelne Bilder wären, hinten der Bursche und hier vorne ein, ja, ich weiß nicht, ein Opfer von Ebola vielleicht. Auf jeden Fall haben wir ein durchgängiges Innenmotiv. So, dann legen wir die Discs mal wieder rein und schauen uns mal das Booklet an, das, wie ich hier schon sehe, in Zusammenarbeit mit dem Deadline-Magazin geschrieben wurde, was leider immer so ein bisschen den Beigeschmack hat. Es könnte sein, dass das, was wir hier zu lesen kriegen, auch schon im Deadline-Magazin veröffentlicht worden ist. Wobei man mir seitens der Busch Media Group versichert hat, dass das nicht so ist, dass diese Texte hier exklusiv von Redakteuren des Deadline-Magazins, in dem Fall von Nando Rohner, geschrieben wurden. Und zwar exklusiv halt für die Veröffentlichung der Mediabooks. Wenn das so ist, super, ja, dann hat man Leute, die ihr Handwerk verstehen und auf jeden Fall, ich kann es weder bestätigen noch dementieren, weil ich das Deadline-Magazin nicht lese, aber wenn da draußen irgendjemand ist, der es besser weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. So, das Virus geht um, ein Blick auf Ebola-Syndrom, hier schön groß geschrieben. Das Papier etwas zu glänzend für meinen Geschmack, aber das ist ja das typische, der typische Fall.
Das ist halt mein Geschmack, dass das zu sehr glänzt. Andere mögen das. Auf jeden Fall, das Papier ist schön griffig, es ist schön dick, es wirkt also wertig. Hier ist der Text auch relativ groß, das heißt, das kann man auch lesen, ohne dass man die Brille anziehen muss. Also bei mir jedenfalls, das finde ich schon mal nicht schlecht. Wir haben hier ein paar Bilder aus dem Film drin, hier über zwei Seiten, hier auch, ja. Und dann hier so, das ist ja noch in Ordnung. Da haben wir dann auch ein bisschen Auflockerung. Aber wenn dann hier, ja gut, das geht auch, ja. Wenn man hier so ein Bild hat, das im Hintergrund ist und da ist der Text drüber gelegt, das kann man schon machen. So, das ist jetzt die Mitte des Booklets. Da sehen wir auch die zwei Tackerklammern, die das Teil an Ort und Stelle halten. Aber trotzdem wirkt das irgendwie verzerrt. Ja, es sieht so aus, als wenn hier was fehlt, was ja eigentlich gar nicht sein kann, weil das ja die Mitte ist. Also wenn es jetzt vorne hinten wäre, würde ich sagen, okay, vielleicht schlecht verarbeitet, aber das hier, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie komisch, ne? Es ist auf jeden Fall die Mitte. Ja, gleich schauen wir uns nochmal an, ob da Bewegung drin ist. So, dann haben wir hier nochmal ein Bild aus dem Film. Hier noch, hier. Oh, der hat was im Auge. Ja, okay, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was der Film zu bieten hat. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Ja, das ist ja nur so ein halber Nippel. Ich denke, da wird keiner was sagen. Ja, und dann haben wir hier jetzt auch schon die letzte Seite erreicht. Ein, ja, etwas mageres Booklet. Was haben wir hier? 16 Seiten. Okay, gut. Ja, 16-seitiges Booklet ist in Ordnung. Ich glaube, stand hinten auch drauf, oder? Ja, da steht es auch. 16-seitiges Booklet. Aber haben wir nochmal überprüft, ob das auch stimmt. Stimmt. So, hier ist ein bisschen Bewegung drin. Ja, auch ja, ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen mehr. Gut, die Qualität der Mediabooks allgemein lässt ein bisschen nach in letzter Zeit. Dafür bleiben die Preise stabil. Hier ist jetzt auch, ihr seht das, ja, hier ist ordentlich Bewegung drin. Aber das war bei den Mediabooks von Busch immer so. Das heißt, die haben zumindest objektiv betrachtet oder sagen wir eher subjektiv betrachtet. Also wenn ich mir das so ansehe, hat sich hier in der Qualität nicht viel verändert. Ist also weitestgehend gleich geblieben. Heißt, es ist auch nicht schlechter geworden. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das Teil kostet. Das hier ist aktuell vorbestellbar bei beispielsweise OFDB und bei Live für 26 Euro, also roundabout 26 Euro. Wo ich sagen muss, das ist vollkommen in Ordnung für ein Mediabook limitiert mit DVD und Blu-ray. Da kann man sich also nicht wirklich beschweren. Die Keepcase-Version liegt aktuell auch bei 21 Euro, also zwischen 16 Euro und 21 Euro kostet sie bei Onkel Jeff. Da ist also auch noch ein bisschen Luft. Die anderen Mediabooks haben eine, ja, also der Preis variiert ein bisschen. Also der Preis von dem hier liegt aktuell bei rund 25, 26 Euro. Und ansonsten, ja, das kann sich natürlich auch in den nächsten anderthalb Wochen alles noch ein bisschen ändern. In beide Richtungen. Deswegen, wenn ihr mit dem Preis wenn ihr mit dem Preis d'accord geht, Lasst doch die Fremdworte weg. Wenn ihr mit dem Preis einverstanden seid, das Teil haben wollt, bestellt ihn vor. Und wenn es billiger wird, ja, normalerweise geht der Preis dann mit runter. Wenn es teurer wird, ja, ihr habt dann den Vertrag abgeschlossen. Also wisst ihr Bescheid. Das war's, das Unboxing zu Ebola Syndrome im Mediabook von der Busch Media Group im Vertrieb der Alive AG erhältlich ab dem 19.05.2023. Lasst mir gerne einen Daumen da. Lasst mein Abo da, abonniert mich, also aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Schreibt die Kommentare voll und ihr wisst ja, wie das läuft. Bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und bleibt geil. Euer Michael Speyer.